Der Wiener Prater gehört zu Wien wie das Wiener Schnitzel und die Sachertorte. Heute erfahren wir, wie es auch rundherum zugeht. Eigentlich erschreckend, oder? Und vor allen Dingen, wie auch der Wiener Stephansdom zu Wien gehört. Aber ja, der Prater selbst ist sicherlich in diesem Bereich die letzten Jahre wesentlich sicherer geworden. Und da gibt es auch Sicherheitsdienste und da können sich die Einheimischen, aber auch die Touristen sehr relativ wohlfühlen. Aber rundherum vom Praterstern, die Venedigerau, die wir heute mit unserem Sicherheitssprecher, mit Zoran Kovacevic, abgeschritten sind, der ja als Polizist mit seiner Erfahrung die ganzen Hotspots in Wien kennt. Und gerade das ist unser Anspruch als Sicherheitspartei und Bürgerteam HC Strache, dass wir für mehr Sicherheit sorgen wollen. Und da sieht man, wie viel an Kriminalität auf den Straßen erkennbar ist. Wenn wir, so wie heute, unangemeldet da durchgehen und sehen, wie da jugendliche Gruppen stehen, wie da mit Drogen gedealt wird, wo in der Regel Drogenbunkeranlagen sind. Wenn man dann hört, dass kein Respekt vor Polizistinnen und Polizisten gelebt wird, dass Kriminelle, die vielleicht sogar eine Amtshandlung erleben, am nächsten Tag wieder anzutreffen sind und Jugendliche oder junge Männer, die kriminell werden und einen Migrationshintergrund haben oder Asylhintergrund haben, nicht abgeschoben werden und immer wieder anzutreffen sind, dann ist das etwas, was viele ärgert. Ja, und ich glaube, da muss man wirklich jetzt endlich gegensteuern und da braucht es auch in der Sicherheitspolitik eine Optimierung. Wünschen sich das auch viele Beamte? Weil Sie stehen sehr oft in Kontakt auch mit vielen Exekutivbeamten und Beamtinnen. Haben Sie das Gefühl, wird da der Ruf immer lauter? Naja, ich habe mich immer eingesetzt für mehr Planstellen, für mehr Polizeiplanstellen, für mehr Exekutivbeamte, für eine bessere Ausrüstung, aber vor allen Dingen auch für die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Es gehen jetzt wahnsinnig viele Polizistinnen und Polizisten die nächsten Jahre in Pension. Das heißt, wir werden bis zu 30% an Beamten verlieren. Wir brauchen daher jetzt eine Aufnahmeoffensive, die ich ja als Vizekanzler begonnen habe einzuleiten, die aber nicht notwendigerweise leider fortgesetzt wird. Und gerade in Wien haben wir zu wenig Planstellen. Wien ist nun einmal als Großstadt auch ein Hotspot von Kriminalität. Und gerade aufgrund einer verfehlten Migrations- und Integrationspolitik, die jetzt gerade auch im Integrationsbericht sichtbar geworden ist. Also das ist dramatisch. Da hat man teilweise Grätzeln in ganz Wien sind verloren gegangen. Da fühlen sich die Wienerinnen und Wiener nicht mehr zu Hause und nicht mehr beheimatet. Und da haben sie zu Recht Angst, weil da herrscht Bandenkriminalität. Da gibt es Konflikte zwischen linksextremen Kurden und rechtsextremen grauen Wölfen wie in Wien Favoriten auf den Straßen. Das hat alles in der Stadt nichts verloren. Und da hat Rot und Grün in den letzten Jahren schon eine dramatische Fehlentwicklung zu verantworten. Das heißt, was bräuchte es jetzt akut, um dem entgegenzuwirken? Naja, mehr Planstellen, daher mehr Polizisten in Wien, mehr rechtliche Handhabe auch für die Exekutivbeamten und vor allen Dingen die notwendigen Konsequenzen. Wenn Menschen kriminell werden, dann braucht es auch Konsequenzen. Und dann, wenn man die aber immer wieder antrifft, weil keine Konsequenzen da sind und auch kein Abschub stattfindet, dann ist das der falsche Weg. Also wir stehen jetzt auf der Prater Hauptallee, die berühmt-berüchtigte Prater Hauptallee. Tagsüber ist das ein Punkt, wo sich Sportler treffen, Hobbysportler, da sind viele Naturliebhaber unterwegs, vorne sind Spielplätze, wunderschön. Ja. Ich bin hier früher sehr viel laufen gegangen und sehr oft, ab und zu sieht man auch ein Pferd, da darf man nämlich reiten in den Seitengassen. Allerdings haben wir ja gesagt, wir schauen uns das aus der Sicht eines Polizisten an. Und genau hier, wo wir stehen, ungefähr 300 Meter weiter auf der rechten Seite, ist jetzt schon eine Zeit lang her, ist einmal eine Dame, die war nach Feierabend mit dem Fahrrad unterwegs, ins Gebüsch gezerrt worden und da ist es zu einer beinahe Vergewaltigung gekommen. Und das passiert hier sehr, sehr oft. Also das ist absolut keine Ausnahme. Was ist da die größte Herausforderung? Gerade auch, Sie erzählen immer wieder, sehr viele betrunkene Menschen, die auch teilweise Drogen genommen haben. Wie geht es der Exekutive, wie geht es den Beamten selbst, die hier im Einsatz sind? Die werden ja auch mit wahrscheinlich Dingen konfrontiert werden, was im ersten Bezirk sonst vielleicht nicht so passiert. Ich würde das gar nicht so sagen, weil Sie haben vorher wegen dem Schwedenplatz gefragt. Ja. Der Treppelweg, der Donaukanal, da passiert genau das Gleiche wie da. Es sind zwar andere Menschen, die das tun, aber der Respekt gegenüber der Polizei ist dort genauso gering wie hier. Ja. Wir müssen hier mit einem massiven Aufgebot immer präsent sein, weil wir sonst einfach im Hintertreffen sind. Mhm. Es gibt hier keinen Respekt vor der Polizei, weil sie auch einfach wenig zu befürchten haben. Meistens sind sie in der Überzahl. Und wenn wir da hinkommen, das merkt man einfach, es gibt keinen Respekt. Ja, sie gehen auf uns los, sie attackieren uns. Vor ungefähr einem Monat war da eine Gruppe der Bereitschaftseinheit, die ist mindestens mit 5 Personen unterwegs. Das sind 5
gestandene Polizistinnen und Polizisten in voller Montur, die dastehen. Meistens noch ein bisschen mehr bewaffnet als ein Streifenpolizist, der jetzt da unterwegs ist. Die sind bei einer ganz normalen Identitätsfeststellung umzingelt worden von einer Gruppe junger Afghanen und haben dort einen sogenannten Sukkurs, das ist eine dringende Unterstützung, ein Notruf innerhalb der Polizei. Und da war ein massives Aufgebot an Polizei, die haben zugezogen werden müssen aus anderen Bezirken, teilweise aus dem ersten Bezirk, damit sie der Lage Herr werden, weil die einfach die Kollegen attackiert haben. Es gibt hier keinen Respekt. Lokalaugenschein am Wiener Praterstern. Und man merkt schon, ich als echte Wienerin bin noch nie mit offenen Augen hier durch den Prater gegangen und vor allem noch nicht über den Praterstern. Und hier mit richtigen Polizeiexperten und auch mit HC Strache bekommt man doch ein eigenes Bild. Wir werden uns aber noch zu zwei weiteren Hotspots aufmachen, werden uns dort auch anschauen, wie gefährlich es an manchen anderen Wiener Orten sein kann. Sie kennen ja den Räumenplatz wahrscheinlich recht gut. Sie waren ja im 10. Bezirk früher einmal Zahntechniker, oder? Nein, ich war hier in der Schule. Und zwar in meiner Volksschulzeit war ich in Wien Favoriten in der Neulandschule. Zahntechniker habe ich meine Ausbildung gemacht im 3. Wiener Gemeindebezirk und dann später im 12. Und mein Unternehmen als Zahntechniker habe ich dann im 2. Bezirk gehabt. Aber am Räumenplatz wahrscheinlich das Eisgeschäft Tichy kennen Sie sehr gut. Was hat denn sich so verändert seit Ihrer Jugend? Na ja, sehr viel. Ich war, wie gesagt, im Internat in der Neulandschule in Favoriten und war von Sonntagabends bis Samstagmittags im Internat. Und dann bin ich halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den 3. Bezirk nach Hause gefahren. Und damals hat man aber schon erlebt, dass langsam Problementwicklungen stattgefunden haben. Und heute hat sich das natürlich massiv verändert. Mit Bandenbildung, mit Kulturkonflikten, bis hin gleich in der Nähe auch beim Ernst-Kirchweger-Haus, wo ja die linksradikale BKK da auch demonstriert hat und es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. Ja. Und wenn Sie sich jetzt da so umschauen, wir haben vorher gehört, im 10. Bezirk ist doch die Kriminalität stark gestiegen. Wenn Sie sich jetzt da so umschauen, erkennen Sie da auch so Hotspots? Ja, natürlich, es gibt in ganz Wien Hotspots, wenn man mit den Polizisten spricht. Und ja, Favoriten hat einige, ja. Einige dieser Hotspots, unter anderem eben auch hier. Und ja, da gibt es natürlich viele Raubüberfälle in Favoriten. Es gibt wahnsinnig viele Straftaten. Ich glaube, 19.000 Straftaten pro Jahr in Wien Favoriten. Und ich glaube, das ist sogar der führende Bezirk der Gewaltentwicklung im 2018er Jahr bis 2019er Jahr. Hat es, glaube ich, eine Steigerung von 10% der Gewalttaten, also überhaupt der Straftaten gegeben. Und interessanterweise, wie wir vorher gehört haben, ja in Wien-Wieden eine 20% Steigerung, wo man es gar nicht erwarten würde. Alexander Solzhenitsyn war Antikommunist und er hat gesagt, Marxisten und Kommunisten haben eines gemeinsam. Sie kriminalisieren politisch Andersdenkende und verschonen wirklich Kriminelle. Und ich bin ein unbescholtener Bürger, der mit massiven Verleumdungen, anonymen Anzeigen, konfrontiert ist auf der einen Seite und mit einer kriminellen Struktur, einer Bande, die bereits im Jahr 2011 spätestens, wie wir heute durch Zeugenaussagen wissen, mittels Konstruktionen und über Auftraggeber versucht hat, mich zu kriminalisieren und zu vernichten. Und das kommt immer mehr zum Vorschein. Also ich bin nicht Täter, ich bin Opfer, auch wenn das manche gerne verdreht wissen wollen und dann mit solchen Anpatzungen operieren. Aber ich glaube, am Ende werden jene, die so agieren, auch die Rechnung bezahlt bekommen. Hand aufs Herz, sind Sie ein rechtschaffener, anständiger Mensch? Ich war immer ein rechtschaffener, anständiger Mensch. Ich bin ein Mensch mit einem großen Herz. Ich bin ein Mensch, der immer für die Menschen sich eingesetzt hat. Und deshalb ist es ja auch so enttäuschend, wenn man erlebt, mit welchen Ungerechtigkeiten man konfrontiert wird. Kommen Sie ins Wiener Rathaus, ziehen Sie ein in den Landtag? Das entscheiden die Wienerinnen und Wiener, aber ich bin überzeugt davon, dass da am 11. Oktober ein starker Zuspruch da sein wird, der uns nicht nur in den Landtag führen wird, sondern ich glaube, da kann es sogar eine starke politische Überraschung geben in Richtung einer prozentuellen Zweistelligkeit. Denn eines wissen die Wienerinnen und Wiener, ich bin jetzt das 4. Mal Spitzenkandidat in Wien. Sie wissen, woran sie bei mir sind. Sie wissen, dass ich mir kein Blatt vor den Mund nehme und dass ich sicherlich der Stachel im Fleisch bin als Oppositionschef im Wiener Rathaus gegen eine rot-grüne Allmacht. Denn mit der Fortsetzung werden wir wahrscheinlich rechnen müssen. Und je stärker ich bin, desto mehr werden einige schwitzen. Und ich sage ganz bewusst, das tut den Regierenden und den Mächtigen am meisten weh.
eine Stimme für HC. Deshalb reagieren sie ja auch so nervös oder auch aggressiv. Und deshalb kam ja auch im ganzen Vorfeld immer wieder eins zum Vorschein. Ne? Zuerst hat man gesagt, er schafft die Unterstützungserklärungen für das Bürgerteam HC Strache nicht. Ne? In 14 Tagen haben wir es gehabt. Ne? Dann wollte man mich, obwohl ich seit über 50 Jahren Hauptwohn gemeldet in Wien bin und meinen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt habe in Wien, wollte man mir die Kandidatur in Wien verweigern. Ich meine, besonders absurd. Ja? Und dann haben sich Linkslinke eingehängt wie die linkslinke Partei Wandel und sogar meine ehemaligen Mitstreiter, die da eine Achse gebildet haben, weil sie mir die demokratische Wahl untersagen wollten. Also das zeigt schon, mit welchen Methoden dagegen. Aber warum machen die das? Kennen die sie vielleicht so gut und sagen, das muss man verhindern? Woher kommt dieser Hass plötzlich? Naja, ich glaube, es ist von Angst geleitet und je weniger Themen man hat und je weniger Inhalte meine Mitbewerber haben, desto mehr greifen sie zu Anpatzungen und Verleumdungen. Und das widert ja in Wahrheit die Menschen an. Bleiben Sie in Wien eigentlich? Sollten Sie den Einzug schaffen in den Wiener Landtag? Können Sie das garantieren? Ich werde sicher in Wien bleiben. Ja. Das ist ja auch mein Lebensmittelpunkt. Und natürlich werde ich als Oppositionschef in den Wiener Landtag einziehen und werde auch den Clubobmann machen, aber ohne Portfolio. Sie machen dann mit Ihren Mitstreitern Wien sicherer. Können Sie das den Wienern garantieren, weil wir jetzt heute Crime-Hotspots besucht haben? Ja, mit Sicherheit. Wir werden also den Mächtigen auf die Finger klopfen und wir werden hinschauen dort, wo es weh tut und wo die Fehlentwicklungen stattfinden. Denn das war immer meine Stärke und ich habe schon früher bewiesen, aus der Opposition heraus Regierende vor mir herzutreiben und zu einem Umdenken auch zu führen, indem ich dramatische Fehlentwicklungen angesprochen habe. Dafür bin ich jahrelang bekämpft worden, aber man konnte sie nicht mehr verschweigen. Man musste diskutieren und ich habe es auch aus der Opposition herausgeschafft, dass da oder dort umgedacht wurde und mich heute einige kopieren. Ja, nicht nur der Herr Neb, sondern auch der Herr Kurz seit vielen Jahren und auch der Herr Blömel. Das ehrt mich ja, ne? Das zeigt, dass ich als politischer Vordenker schon viel bewegt habe. Und in der Regierung habe ich es ja dann auch bewiesen, dass ich auch Dinge umsetze. Und deshalb wissen die Menschen, den Strache ist Verlass. Und da kann man mit Kontinuität auf etwas bauen. Am Wiener Praterstein hat sie einen Burschen mit Migrationshintergrund um ein Foto gebeten, hat sie angesprochen und ersucht um die österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist ein bisschen mit Schmunzeln auch zur Kenntnis genommen worden. Jetzt gibt es Statistiken, denen zufolge ein Drittel der Wiener nicht wahlberechtigt sind, weil sie keine Staatsbürgerschaft haben. Soll die Staatsbürgerschaft weiterhin notwendig sein, um Wahlrecht in Österreich zu haben? Ja, selbstverständlich, denn die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und das muss man sich verdienen. Ja, und da, es ist am Ende eines positiven Integrationsweges, wenn man wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, wenn man sich, so sollte es eigentlich sein, assimiliert hat, zur neuen österreichischen rot-weiß-roten Heimat bekennt und diese freiheitlich-westliche demokratische Wertestruktur auch lebt. Ja. Ich selbst habe schon zur Ausübung psychischen Drucks von meiner dienstlichen Schusswaffe Gebrauch machen müssen. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre es da zu Sachen gekommen, die ich mir gar nicht ausmalen will. Und ich will gesund nach Hause kommen und es braucht einfach die Schusswaffe in manchen Situationen. Und ich muss sagen, dass die Frau Heben irgendwann einmal gesagt hat, das waren zwei Sätze, in einem Satz hat sie gesagt, die Polizei muss äußerst selten zur Schusswaffe greifen. Und im nächsten Satz hat sie dann gesagt, man soll die Polizei entwaffnen. Naja, in einem Satz sagt sie, wir brauchen die Schusswaffe nicht, auch wenn es selten ist, man braucht sie. Und im nächsten Satz sagt sie, sie will die Polizei entwaffnen. Also irgendwo fehlt es auch an der Logik, ist für mich vollkommen unverständlich. Und schon ist sie vorbei, diese Lokalaugenscheintour mit der Polizei und mit HC Strache. Und das, was heute eindeutig geworden ist, dass sich nicht nur er, sondern auch viele Exekutivbeamtinnen und Beamten hier Aufstockung wünschen, denn die Polizei ist maßlos damit überfordert mit der steigenden Kriminalität und wir haben uns heute zwei Hotspots in Wien angesehen. Auf der einen Seite den Wiener Praterstern und hier konnten wir auch live mitverfolgen, wie viele Jugendgruppen hier vor Ort waren, wo uns auch gesagt wurde, wie hier vorgegangen wird. Auf der anderen Seite waren wir auch am Räumernplatz, auch hier ein absoluter Hotspot und man hat gemerkt, hier kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, hier kommt es immer wieder auch zum Einsatz von Gewalt, eine Gewalt oder ein Ausmaß der Gewalt, mit der oft die Exekutive sehr schwer zurechtkommt.
Der Wunsch nicht nur von HC Strache ist hier auf jeden Fall aufzustocken, nicht nur die Bediensteten im Bereitschaftsdienst, sondern vor allem auch, dass jeder Streifenwagen hier mit 3 Bediensteten besetzt wird. Aber nicht nur das, sondern auch die Einsetzung eines Ordnungsamtes könnte hier die Exekutive schon ziemlich entlasten. Viele Wünsche, nicht nur von der Exekutive, sondern wie gesagt auch vom Team HC Strache. Die Wien-Wahl, die steht jetzt am 11. Oktober an. Ob das die Wähler genauso sehen, das wird sich dann am 11. zeigen.